Beim Spiel von Österreich gegen die Slowakei im Rahmen der U16 Vier-Nationen-Turniers zunächst einmal den meist spielenden Österreicher am Puck. Rückpass, es steht, wie wir im Hintergrund erkennen können, torlos 0:0. Jetzt wieder ein Angriff. Die Österreicher befinden sich hinter dem gegnerischen Tor. Die Slowaken starten einen Angriff, gut aufgepasst, bringt allerdings nichts ein. Schöner Versuch. Wie gesagt, kein weiterer Treffer. Vielleicht jetzt. Schuss scheitert allerdings am sehr starken Goalie der Gäste. Pass. Immer noch die Österreicher am Puck. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder. Schuss. Gut aufgepasst, hier konnte sich auch der österreichische Goalie also richtig auszeichnen und einen Treffer verhindern. Neuer Rückpass. Gute Aktion. Pass, Schuss, abgewehrt und auch es bleibt vorerst bei 0:0. Das ändert sich noch. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Die Österreicher bleiben vor dem Tor der Gäste. Schuss. Nachschuss und Tor. 1:0. Herrlich herausgespielt. Der Jubel natürlich entsprechend groß. Und dieses 1:0. Ist auch der Stand nach den ersten 20 Minuten. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Gute Aktion, aber auch da bringt es nichts ein. Wieder die Österreicher hinter dem eigenen Tor. Wir befinden uns nach wie vor im zweiten Drittel. Kontermöglichkeit. Pass. Schöner Versuch. Aber auch da keine wirklich. Jetzt wieder. Immer noch steht es 1:0 und in dieser Phase verlief das Spiel lange Zeit eher trefferarm, was auf die gute Leistung beider Goalies zurückzuführen ist. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch, Kontermöglichkeit, sollte abziehen und auch hier eine herrliche Parade mit der Fanghand, war vielleicht nicht so einfach wie es aussah. Doch die Österreicher bleiben dran. Können den Puck in der Angriffszone halten. Schuss, Nachschuss, aber auch dieses Mal passte der Goalie auf. Und es sollte so weitergehen. Schuss und Tor, 2:0, lange hat es gedauert, aber die Österreicher können den slowakischen Goalie überwinden und somit auf 2:0 erhöhen. Wieder neuer Versuch. Rückpass. Eine Aktion. Gut gemacht von den Österreichern. Gut und ebenso aufgepasst vom slowakischen Goalie. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Rückpass. Ja, neuer Versuch. Noch da. Ein weiterer Treffer. 3:0. Und dieses 3:0 ist auch der Spielstand nach 40 Minuten. Dann wieder ein neuer Versuch. Immer noch die Slowaken am Puck. Rückpass. 3:0, der Spielstand aus dem zweiten Drittel und es bleibt weiß. Jetzt wieder. Gute Aktion. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder Rückpass.
gut aufgepasst, auch dieses Mal konnte sich der österreichische Goalie auszeichnen. Jetzt wieder. Pass. Gut aufgepasst, auch dieser slowakische Goalie war bei diesem Schuss zur Stelle, der nicht so einfach mal wäre vielleicht aussah. Und jetzt wieder. Immer noch die Österreich am Puck. Eine sehr häufige Szene an diesem Vormittag. Aber es ändert sich nichts mehr. Die Österreicher gewinnen diese Partie verdient mit 5:1 und sichern sich somit die Bronzemedaille. In diesem Turnier absolut verdient.